Ja, herzlich willkommen zum heutigen Video. Thema ist Loslassen, wobei sich da mir sofort die Frage stellt, was möchtest du loslassen? Ja, sind es Menschen oder negative Eigenschaften? Ja, da gibt es eine ganze Menge. Und ich möchte es gerne mal an einem Beispiel so ein bisschen verdeutlichen. Ne, das ist so, wenn man jetzt sich die Hand anguckt, das ist so dieses Festhalten. Und wenn ich loslasse, kann's scheppern. Ja, und das ist das, wovor wir ja häufig ein bisschen Schiss haben. Ne? Also wenn ich loslasse, ich weiß überhaupt nicht, was jetzt passiert. Aber in dem Augenblick, ne, hoppala, wo ich loslasse, sehe ich auf einmal oder erkenne ich, oh, da ist ja eine Verletzung an der Hand. Oh, oder, ja, wie frei ich mich auf einmal fühle. Oh, aber guck mal, was ich da alles mit der Hand jetzt anstellen kann. Ich kann malen, ja, vorher mit, keine Angst, es scheppert jetzt nicht nochmal. Vorher war es ja wirklich total verkrampft. Oh, ich möchte malen, aber ich kann nicht loslassen, ne, in dem Augenblick. Wo ich loslasse, oh, ist alles ein bisschen freier, fluffiger und die Bilder und überhaupt, ja. Natürlich stellt sich die Frage, naja, aber wie schaffe ich es, ne, dieses Ding überhaupt, dieses Loslassen? Und das ist einfach Übung. Üben, üben, üben. Und natürlich die Empfehlung, ohne Schreiben, ohne Reflektieren ist es nicht möglich, ja. Also ohne, dass du wirklich hier ist mein Blog, ja, ein Journal in die Hand nimmst und wirklich mal notierst, was möchtest du loslassen? Und die Frage, die finde ich viel spannender, was hindert dich am Loslassen? Was hindert dich am Loslassen? Ja, also der Blick geht dann automatisch, wenn ich mir die Fragen stelle, geht der Blick oder richtet sich der Blick automatisch wieder zu mir, in mein Inneres. Ohne dem geht's nicht. Und Veränderung tut natürlich weh. Das hat ja jetzt auch gerade eben, haben wir es ja auch gehört, wie es da richtig gescheppert hat. Natürlich kann Loslassen auch sanfter vonstatten gehen. Manchmal gibt es Dinge im Leben, die sollen passieren. Und dann haben wir auch die ganzen Götter, das Göttliche, Spiritualität, alles sind an unserer Seite, sämtliche Engelchen, ne, sind überall und helfen uns. Und dann kann es auch sein, dass dieses Loslassen ganz sanft und ja leise vonstatten geht. Auch das gibt's. Ja, das war es jetzt erst einmal, das Wort zum Samstagabend, ne? Ja. Und jetzt geht's weiter, die zweite Methode, nämlich jetzt, bevor du beginnst mit Reflektieren, mit Schreiben, mal einfach mal. Und das ist jetzt im Video, jetzt gleich im Anschluss. Ich wünsche dir viel Spaß und ja, bis gleich. Ja, also ich mal hier mit das erste Bild mit Acrylkarton oder Acrylpapier, ist ein bisschen dicker. Und von daher, also ich empfehle bei Loslassen immer mit viel, viel Wasser zu arbeiten. Die Acrylfarben mit Wasser vermischen. Ja, dass es halt wirklich fließen kann, fließen darf, im Fluss sein, loslassen. Loslassen hat ja auch was mit Fließen zu tun. Das Leben, ja, fließend zu leben, sage ich jetzt einmal, gell? Ja, hier sieht man es jetzt nochmal ein bisschen näher. Von den Farben male intuitiv oder such dir intuitiv deine Farben aus. Das ist immer tagesabhängig. Also es kann passieren oder es kann sein, dass ich morgens eher blau benutze, abends rot. Das ist wie gerade meine Stimmung ist. Und hier sieht man eben ein bisschen wieder das Fließen lassen. Also spar da auch nicht mit Wasser.
Spar nicht mit Farben. Bereite dir im Vorfeld alles vor, damit du wirklich intuitiv deine Farben nehmen kannst. Weil wenn ich jetzt erst suchen muss, dann bin ich im Prozess blockiert. Und wenn du magst, ist auch noch eine Empfehlung, leg dir dein Journal oder etwas zum Schreiben neben deine Malutensilien. Und wenn während des Malens so Ideen kommen, Wörter, ja, oder Gedanken, Fetzen, schreib sie auf. Oftmals sind es Gedankenfetzen, Gedanken, da hat man noch überhaupt keinen Bezug dazu, ne? Dann ist es so. Es kann auch sein, dass du etwas aufschreibst, notierst, wo es überhaupt keinen Zusammenhang gibt zur jetzigen Situation. Auch das ist in Ordnung. Ja, und hier an diesem Abend, ja, das war abends, sind mehrere Bilder zum Thema Loslassen entstanden. Das ist jetzt eher so wieder Tupfen, wild, wie es mir gerade einfällt, einfach Tupfer setzen. Wozu ich gerade Lust habe von den Farben. Ist auch unglaublich befreiend. Ja, und diese Methode ist auch perfekt, na, richtig perfekt, um Perfektionismus loszulassen, um Dinge loszulassen. Nämlich wirklich mit viel flüssig, also mit viel Wasser arbeiten, also das sind jetzt Aquarell- und Acrylfarben mit Wasser vermischt. Und da gehe ich einfach über so ein Acrylbild drüber. Und auch gut geeignet ist Spachteltechnik. Und das ist ja auch so eine Form von Spielen, ja, was man jetzt hier sieht. Das ist einfach, ja, es fließen lassen. Wie es gerade kommt. Wenn dir das Video gefallen hat, dann freue ich mich wie immer über einen Daumen hoch. Wenn du kein weiteres Video verpassen möchtest, dann abonniere gerne meinen Kanal. Wenn du mehr über mich und meine Arbeit erfahren möchtest oder über eine mögliche Zusammenarbeit, dann besuch mich gerne auf meiner Website und informiere dich über Workshops, Seminare. Ja, und also, ich wünsche dir alles Liebe, alles Gute und bis nächste Woche. Pfiat dich!